In diesen YouTube-Videos gehe ich immer wieder auch auf Themen ein, die mir auffallen bei Seminarteilnehmern, Fragen und Einstellungen. Und so auch in diesem Video. Mir fällt immer wieder auf, dass Seminarteilnehmer sagen, ich will weg vom Geld. Ich habe kein Vertrauen mehr in Geld. Ich will nicht zu viel auf dem Bankkonto haben. Das ist mir zu unsicher. Ich will in Sachwerte investieren, also beispielsweise Unternehmen. Und diese Überlegungen finde ich ja sinnvoll und richtig. Sachwerte haben gewisse Vorteile gegenüber dem Geldwert. Nur, und jetzt kommt das, was ich sehr seltsam finde. Und dann, wenn diese Leute Aktien kaufen, also in Sachwerte in Unternehmen investieren, dann schauen sie schon nach kurzer Zeit nach, was dieser Sachwert, diese Aktie, aktuell an Geldwert wert wäre. Also wie der aktuelle Börsenkurs ist, wie viel Geld sie für diesen Sachwert bekämen. Und das machen sie dann häufig Tag für Tag und machen sich damit verrückt. Und das ist doch seltsam. Entscheide dich lieber, was willst du eigentlich? Willst du jetzt einen Sachwert oder willst du beim Geldwert bleiben? Und wenn man sich für Sachwerte entscheidet, dann sollte man auch bei den Sachwerten bleiben, zumindest für einige Zeit und nicht ständig vergleichen, was wäre jetzt Geldwert und so weiter. Ist Unsinn. Man macht sich selber nur das Leben schwer. Bei Immobilien macht das kein Mensch. Wenn jemand sich für Immobilien als Sachwerte entscheidet, dann kauft er und dann bleibt er dabei in der Regel. Kein Mensch überlegt sich nach einer Stunde am nächsten Tag oder permanent jeden Tag, verkaufe ich jetzt meine Immobilie? Was ist meine Immobilie jetzt in Geldwert wert? Warum macht das niemand? Weil es viel aufwendiger ist. Weil es keine Immobilienbörse in dem Sinn gibt, wo man ständig nachschauen kann, was meine Immobilie gerade wert wäre. Wenn es das gäbe, wäre es da genauso. Aber das ist eben nicht so einfach, also macht es kein Mensch. Aber natürlich entwickeln sich Immobilienpreise auch unterschiedlich. Gerade aktuell oder in den letzten Monaten sind die Immobilienpreise ja wieder deutlich zurückgegangen. Aber da machen sich viele nicht den Kopf. Das ist eben so. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Nur bei Aktien, weil es so einfach ist, weil es die Börse gibt, da der ständige Vergleich und diese psychische Belastung und alles, was dazugehört. Schwachsinn. Grundsätzlich zum Thema, was ist denn eigentlich besser? Sachwert oder Geldwert? Und sind diese Ängste berechtigt, die manche Menschen haben, dass der Geldwert morgen nichts mehr wert wäre, dass eine Währungsreform ansteht und dass die Planungen daraufhin schon im Laufen sind? Auch das habe ich in letzter Zeit immer wieder häufiger gehört, also in Richtung Verschwörungstheorien. Der Euro hat einen Wert, genauso der Dollar. Und ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass morgen der Euro nicht mehr wert wäre oder der Dollar. Also so starke Währungen. Aber natürlich gibt es Tendenzen, die darauf hindeuten, dass der Geldwert im Lauf der Zeit weniger wert wird. Zum einen die Inflation, die ist ja auch gewünscht. Inflationsziel von den Notenbanken ist ja 2% pro Jahr, damit die Wirtschaft wachsen kann. Und das ist auch der Versuch, immer so in die Richtung 2% hinzuarbeiten von den Notenbanken. Da herrscht nach Meinung der Notenbanken Geldwertstabilität und die Wirtschaft wird dennoch unterstützt, um wachsen zu können. Nun gab es die letzten Jahre extreme Ausschläge. Zum einen eben den Minuszins als vollkommen unnatürliche Situation nach der Finanzmarktkrise und den Problemen, die da auf die Wirtschaft und auf die Staaten zugekommen sind. Und dann plötzlich diese enorm hohen Inflationsraten. Jetzt schwächt sich das wieder ab, es geht wieder mehr in Richtung Normalität. Aber natürlich haben solche Auswüchse
die wir nicht mehr gewohnt waren in unserer Generation, geschweige denn die jüngere Generation, Spuren hinterlassen. Und die Menschen machen sich zu Recht mehr Gedanken darüber. Und dann gibt es eine Tendenz, die mir spätestens seit den 1970er Jahren auffällt: Die Staaten lösen mehr oder weniger jedes Problem durch zusätzliche Schulden. Seit den 70er Jahren nimmt die Staatsverschuldung tendenziell zu. Immer wieder mal mit Ausnahmen, aber die Tendenz ist relativ eindeutig. Und das nicht nur in Deutschland, Europa, auch Amerika ist hochverschuldet, auch China. Da war es ja noch während der Finanzmarktkrise 2008, 2009 anders, aber auch mittlerweile da, Staatsverschuldung deutlich angestiegen, also ein weltweites Phänomen. Woher kommt das eigentlich, dass Staaten immer mehr die Staatsverschuldungen aufblähen, die Staatshaushalte aufblähen und damit Probleme zu lösen versuchen? In Wirklichkeit sind es die Menschen, die das wollen. Denn zumindest in den demokratischen Staaten werden die Politiker gewählt und damit die politische Richtung. Und in Wirklichkeit sind es die Menschen, die fordern, der Staat soll ihr Leben richten. Wenn Arbeitslosigkeit ansteht, wenn konjunkturelle Probleme anstehen, wenn irgendwelche Probleme anstehen, bei vielen Menschen sofort der Ruf nach dem Staat und der Staat soll es gefälligst richten. Der Staat soll damit neue Maßnahmen ergreifen, also entsprechend für Geld sorgen, für Arbeitsplätze sorgen, für florierende Wirtschaft. Tja, und das Mittel des Staates ist natürlich dann entsprechende politische Maßnahmen zu ergreifen. Und das hat meist mit Staatsverschuldung zu tun, weil es der bequemere Weg ist. Es gibt ja nicht allzu viele Möglichkeiten des Staates, einmal Steuern erhöhen, Gebühren erhöhen oder eben die Staatsverschuldung. Und da ist die Staatsverschuldung der vermeintlich bequemere Weg. Da tut man zunächst mal niemand weh. Ein anderer Weg wäre Subventionsabbau, aber auch da kommt es natürlich beständig zu Kritik. Demonstrationen haben wir auch kürzlich erst erlebt und so bleibt die Staatsverschuldung als der einfachere Weg. Und letztlich wollen das auch viele Menschen. Letztlich ist es ja ein Wegschieben der Probleme. So, als würde die Staatsverschuldung keine Auswirkungen haben. Und zunächst mal scheint das auch so, aber natürlich hat eine beständig zunehmende Staatsverschuldung Auswirkungen. Die Staaten werden immer handlungsunfähiger. Die Staatsverschuldung muss finanziert werden, die Zinsen müssen bezahlt werden, auch das hat natürlich Auswirkungen. Und die Staaten sind gezwungen, sind angewiesen auf eine Wirtschaft, die beständig läuft. Wir können uns keine großen Konjunkturrisiken, konjunkturellen Rückgänge mehr leisten, weil damit die Staatsschulden nicht mehr zurückgezahlt werden könnten in solchen Phasen oder der Zinsdienst nicht mehr geleistet werden kann, also der Schuldendienst. Deshalb tun die Staaten alles, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, im Zweifel halt dann wieder neue Konjunkturmaßnahmen, die durch Staatsverschuldung finanziert ist. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Und das ist mir nochmal sehr bewusst geworden in der Griechenland-Krise 2012 rum. Da, oder auch schon Finanzmarktkrise vor der Staatsschuldenkrise, um es jetzt nicht nur auf Griechenland zu beziehen, sondern allgemein, weil es generell gültig ist. Sobald eine Regierung sagt, wir haben jetzt mal dies oder jenes Problem, also hohe Staatsverschuldung, Corona, was auch immer. Und jetzt müssen wir mal durch diese schwierigen Zeiten gehen. Jetzt müssen wir mal den Gürtel enger schnallen. Ja, das tut jetzt mal einige Jahre weh, aber dann geht es wieder aufwärts. Und wir sind solide damit durch die Krisen gekommen, haben uns nicht weiter verschuldet. Sobald das eine Regierung, eine Partei sagen würde, kommt sofort eine andere Partei, die sagt, lasst euch doch nicht für dumm verkaufen.
Die wollen euch doch nur abzocken. Das ist nicht der richtige Weg. Und schlägt dann vor, einen anderen Weg zu gehen. Und dieser vermeintlich leichtere Weg hat immer mit einer höheren Staatsverschuldung zu tun. Das kann man wirklich bei jeder Partei, bei jedem Politiker raushören und nachweisen. Und das ist das eigentliche Problem. Dann wird nämlich diese Partei gewählt, die diesen vermeintlich einfacheren Weg vorschlägt, sodass nicht durch harte Zeiten gegangen werden muss und der Gürtel nicht enger geschnallt werden muss. Tja, und dann wundern sich dieselben Leute kurze Zeit später, warum die Staatsverschuldung ausufert und warum die Regierungen und die Politik so unsolide wirtschaftet. Und dann gibt es noch das andere Phänomen, dass manche Leute denken, Staatsschulden, die haben doch mit mir nichts zu tun. Die kann eh keiner mehr zurückzahlen. Das ist einfach so. Das ist so, tja, irgendwie auf dem Blatt Papier. Und das ist natürlich mitnichten so. Jede Staatsschuld wird von einem Gläubiger finanziert. Und dieser Gläubiger erwartet natürlich zu Recht, dass die Staatsschulden und die Zinsen bezahlt werden. Übrigens, einige der größten Gläubiger bei den Staatsanleihen sind die Lebensversicherungen. Die investieren sehr, sehr viel, zum Teil, weil sie es müssen, in Staatsanleihen. Staatsanleihen sind ja Schulden. Also, da gäbe es einen Riesenkrach, wenn plötzlich diese Staatsanleihen und die Zinsen nicht mehr zurückgezahlt werden könnten. Und es gehen auch immer wieder mal Staaten pleite, erfreulicherweise bei uns in Europa jetzt schon länger nicht mehr. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt, weil es halt immer wieder ausgeglichen wird durch andere Maßnahmen. Aber Lateinamerika und so weiter kennen wir. Es hat sehr wohl Auswirkungen, wenn die Staatsschulden steigen. Nur die Menschen sind nicht mehr bereit, durch härtere Zeiten zu gehen, weil irgendjemand immer vorschlägt, es gibt einen leichteren Weg und dann wird diese Partei gewählt. Und selbst in China eben ein ganz anderes politisches System, könnte man denken, da ist ja die Macht sowieso in der Staatspartei, also die können tun und lassen, was sie wollen, auch da zeichnet sich ab. Auch sie brauchen natürlich die Unterstützung der Bevölkerung. Hat man klar gesehen, als Corona im Westen die Corona-Maßnahmen ausliefen, China dann aber betonte, wir werden sie fortsetzen, da wuchs der Druck und wenige Monate später ist auch die chinesische Regierung umgeschwenkt. Also auch China, die chinesische Staatsregierung ist darauf angewiesen, dass sie von den Menschen Unterstützung erfährt und nicht der Gegenwind zu groß wird. Wegen Demokratie oder anderen Staatsformen. Und genau das ist das Problem. In Wirklichkeit sind es die Menschen, die höhere Staatsverschuldungen fordern, dann aber so tun, als wüssten sie von nichts, weil es viele einfach nicht durchblicken. Warum waren sie vor 1970 bereit, zumindest bei uns, durch härtere Zeiten zu gehen? Weil da eben die Kriegserfahrung war. Und bitte nicht falsch verstehen, ich hoffe, es kommt zu uns. Wir werden in keinen Krieg mehr reingezogen. Wir, also Deutschland und so weiter. Ukraine ist ja das schreckliche Beispiel. Aber ich hoffe, wir werden in keinen Krieg mehr reingezogen. Aber damals, nach dem Krieg, gab es keine Alternative. Die Menschen mussten anpacken, die mussten durch härtere Zeiten gehen. Das war der einzig mögliche Weg. Und da war eben die Bereitschaft noch, durch solche schwierigen Zeiten zu gehen, weil es keine Alternative gab. Nur jetzt, wo wir Wohlstand gewohnt sind und wo wir es gewohnt sind, dass der Staat ja jedes Problem löst, tja, da ist der vermeintliche Ausweg immer Staatsverschuldung erhöhen. Und das wirkt sich natürlich beim Geldwert aus, ist logisch. Wenn
immer mehr Geld gedruckt wird, um die Probleme zu lösen, dann ist die Geldwertstabilität eher in Frage gestellt und das könnte sich langfristig auswirken. Also ich gehöre bestimmt nicht zu den Verschwörungstheoretikern und ich sage überhaupt nicht, dass der Euro, der Dollar und so weiter morgen gefährdet wäre, aber die Tendenz ist natürlich schon besorgniserregend. Man sollte darüber zumindest nachdenken, über die Folgen, und da sind Sachwerte natürlich sinnvoll im Vergleich zum Geldwert. Und noch ein Gedanke, der Geldwert wird dazu eingesetzt, um Sachwerte, also um Wirtschaft, um Unternehmen zu unterstützen. Die Notenbankpolitik orientiert sich ja immer an der Wirtschaftslage. Geht es den Unternehmen gut, läuft die Wirtschaft gut, dann werden die Zinsen erhöht. Läuft die Wirtschaft schlecht, werden die Zinsen sofort wieder gesenkt. Und diese Zinsen erhöhen, Zinsen senken oder Konjunkturmaßnahmen von Seiten der Politik, all das hat ja Auswirkungen. Da sieht man ja ganz klar, dass der Geldwert eingesetzt wird, um den Sachwert Unternehmen am Laufen zu halten. Also primär die höhere Bedeutung haben natürlich Unternehmen, der Sachwert, weil es da um Arbeitsplätze geht und damit um Ruhe in der Bevölkerung. Und alles, was ich vorhin gesagt habe, es macht natürlich Sinn, in Sachwerte zu investieren, überhaupt keine Frage. Und jetzt zum Schluss noch ein Gedanke, weil eben dann manche Menschen sofort, nachdem sie Sachwerte haben, das wieder den Vergleich mit dem Geldwert machen, was ja unsinnig ist. Bei Immobilien sagte ich, macht das kein Mensch, das denkt jeder längerfristig. Unternehmen und Unternehmensinvestitionen sind per se auch langfristige Investitionen. Jeder, der ein eigenes Unternehmen hat, der unternehmerische Erfahrung hat, der weiß, dass sich unternehmerische Entscheidungen erst längerfristig auswirken. Also es macht überhaupt keinen Sinn, in Unternehmen zu investieren und dann sofort wieder zu kaufen oder zu verkaufen, nur weil sich Börsenkurse kurzfristig so oder so entwickeln. Wenn man sich für Unternehmen entscheidet, entscheidet man sich per se für eine längerfristige Investition. Und das sollte man auch im Blick haben, außer man will zocken. Das ist was ganz was anderes. Das hat nichts mit der Frage Geldwert, Sachwert zu tun. Da geht es darum, um den Geldwert letztlich zu steigern durch kurzfristiges Kaufen und Verkaufen. Aber dass das hochriskant ist und dass da viele pleite gehen und viel Geld verlieren, darauf bin ich in anderen Videos schon eingegangen, würde das heutige Video überfordern, würde keinen Sinn machen. Also, nochmal zusammenfassend, Sachwert auf jeden Fall wichtig, für die Zukunft noch wichtiger, wird an Bedeutung immer mehr gewinnen. Und da sind eben Unternehmen als Sachwert die höchste Anlageklasse mit der höchsten Rendite. Warum? Darauf bin ich auch schon eingegangen. Aber sich nicht verrückt machen und dann ständig wieder mit dem Geldwert vergleichen, das ist unnötig und Unsinn. Das bringt nur, damit macht man sich die Lebensfreude kaputt letztlich und bringt nur psychischen Druck. Wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über Likes, über das Weiterverteilen und über das Abonnieren meines Kanals. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg, bis zum nächsten Video.